Eine Wiese mit 10 Hektar, noch vor 3 Jahren mit Jakobskreuzkraut verseucht. Maßnahmen zur Bekämpfung waren bislang erfolglos. Da kam der Biolandwirt Henning Knutzen aus Hürup bei Flensburg auf die Idee, einen anderen Weg zu beschreiten. Herr Knutzen, erzählen Sie mal. Also diese Fläche habe ich vor 3 Jahren übernommen von einem Freund von mir und die war vorher 20 Jahre in einem Naturschutzprogramm, wo nur abgeweidet worden ist mit Schafen, teilweise auch mit Pferden. Und hier war eben das Problem, dass die Fläche verseucht war mit Jakobskreuzkraut. Distelfelder waren hier und hat ertragsmäßig eigentlich auch nur wenig gebracht. Also die Narbe war nicht mehr schön und dann bin ich losgegangen und habe versucht, dieses Jakobskreuzkraut händisch zu entfernen und habe das rausgerissen. Und nach dem zweiten großen Fuder habe ich das aufgegeben und habe gesagt, hier müssen wir einfach mal eine große Maßnahme machen. Wir haben dann auf den ersten Schnitt verzichtet, komplett, und haben dann einmal Plocher Bodenaktivator ausgespritzt und gewartet, bis die Pflanze möglichst alt ist, dass sie so kurz vor der Blüte ist, weil sie dann auch anfängt schwächer zu werden, wenn sie in die generative Phase geht. Und haben dann einmal mit einer Quivonie, Kleeblattscheibenegge, die kann man sehr schön einstellen, dass sie ganz flach schälen kann. Dazu kann man die erste Scheibenreihe ganz schräg stellen und die zweite gerade und die sticht ein wie ein Spaten und kann so, habe ich geschält auf 4 cm Tiefe ungefähr und dann 14 Tage gewartet. Augenblick, ich habe vergessen, dass ich vorher einmal gemulcht habe, alles einmal klein gemacht. Aber nach dem ersten Schälen habe ich dann 14 Tage gewartet und dann noch einmal auf 10 cm etwa geschält. Und dann waren immer noch einzelne Köpfe von dem Jakobskreuzkraut, die nochmal eine Blüte rausgeschoben haben. Und dann haben wir tief gepflügt und neu eingesät. Und danach eine intensive Mähweide draus gemacht. Also keine Weide mehr im Augenblick, sondern jetzt 2 Jahre gemäht mit 4 Schnitten und Gülle zusätzlich. Hier ist nichts wiedergekommen von dem Jakobskreuzkraut. Im Frühjahr wurde die Fläche mit Plocher Bodenaktivator behandelt. Alternativ zum Bodenaktivator kann auch das Produkt Plocher Humusboden eingesetzt werden. Diese Produkte regen rein biologisch die Rotte und damit die Lehmverbauung im Boden an. So kann Humus erhalten und wieder aufgebaut werden. Das Bodenleben wird aktiviert, dadurch entsteht eine hohe Bodenfruchtbarkeit, optimale Bodenstruktur, Wasserhaltefähigkeit und große Lebensvielfalt. Kurz vor der Blüte mulchen. Mit Kleeblattscheibenegge auf 4 cm Tiefe schälen, nach 14 Tagen wiederholen mit Schältiefe 10 cm. Tief pflügen und danach neu einsäen. Regelmäßige Düngung mit Rottegülle oder mit gut verrottetem Pferdemist. Rottegülle erreicht man mit dem Produkt Plocher Flüssighumus. Die aerobe Mikrobiologie in der Gülle wird aktiviert, Fäulnisprozesse somit verhindert. Die Gülle homogenisiert, Ammoniak wandelt sich zu pflanzenverfügbarem Ammoniumstickstoff und dadurch haben wir auch keine Geruchsprobleme mehr. Da das Jakobskreuzkraut aber ein nur mäßiger Stickstoffsammler ist, mag es nicht gerne auf gutem, stickstoffhaltigen Böden wachsen. Zusätzlich wird das Gras gestärkt und kann das Kreuzkraut nun wieder natürlich unterdrücken. Ja, hier kann man ganz genau sehen, wie das Kreuzkraut noch am Rande wächst. Wir haben genau gesehen bis hier und da ist das Kreuzkraut. Ja, hier sehen wir den Boden, haben wir mal geöffnet und reingeschaut und man sieht wieder, wie es sehr schön durchwurzelt ist. Das ist ein relativ sandiger Standort hier. Wenn man dran riecht, riecht man, dass es richtig schön nach Waldboden riecht. Und die Durchfeuchtung ist auch gegeben. Nach diesen vielen trockenen Zeiten hätte ich fast erwartet, dass der auch ziemlich durchgetrocknet ist. Aber der Bewuchs ist gut. Hier haben wir mal die Bodensonde. Wir wollen mal testen, wie die reingeht. Ui, ui, ui. Da fällt mir was hin. Kann hier kein Handstock.
Wurzelraum ist da. Ich möchte noch eine kleine Anekdote erzählen zu diesem Standort. Inzwischen hat sich hier so viel Wild angesammelt, das ist genau die Grenze in der Mitte von dieser Koppel von Weseby und Hürup, die Yachtgrenze auch, dass die Hüruber sich da unten einen schönen Stand hingebaut haben, um Böcke zu schießen. Und die haben nun letztes Jahr so viel Böcke geschossen, dass die Wesebyer ein bisschen neidisch wurden und haben auf der gegenüberliegenden Seite auch noch einen Stand hingestellt, weil das Wild sich ständig auf dieser Fläche aufhält. Worauf führst du das zurück? Das ist einfach diese positive Energie, die von dieser Fläche ausgeht. Und es schmeckt denen besser, würde ich sagen. Wahrscheinlich auch durch den Plocher Bodenaktivator. Natürlich, davon kommt ja die Energie. Ne? Ein gesunder Boden erzeugt schmackhaftere Gräser und Kräuter, weil die Pflanzen viel mehr Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente aufnehmen können als auf einem geschädigten Boden.